Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Datarossa Darts und heute geht es um den neuen Martin Schindler Limited Edition Steel Dart von D-Pulse und zwar den Oceanic. Wir schauen uns an, was kann der Dart, was kriegt ihr für den stolzen Preis von 180 Euro und ist es wirklich ein Sammler-Dart, den es sich wirklich lohnt zu sammeln? Vieles mehr dazu im Video, wir schauen uns die Details an. Also generell, wenn eine Special Edition rauskommt mit einer extra Box dafür angefertigt, in einem coolen Design, finde ich das schon mal mega. Also der Dart, der hat mich direkt online angesprochen, als die Info von D-Pulse rauskam, hey, wir haben hier was. Das wurde auch gar nicht so groß breitgetreten oder angekündigt oder so, sondern es war irgendwie der Poster. Ich habe es irgendwie eine Stunde später gesehen, habe zum Glück noch so ein Set bekommen. Der Oceanic 90% Tungsten Steel Dart. Schönes Design vorne mit dem Dart drauf. Wenn wir es aufmachen, finden wir zuallererst hier einmal oben den Text dazu. Den lese ich euch einfach mal in der Schnellvariante vor. Martin Schindlers Karriere ist stürmisch wie der Ozean selbst. Also wissen wir auf jeden Fall schon mal, woher kommt der Name Oceanic, übersetzt ozeanisch oder wie ein Ozean. Raue Winde, unbändige Kraft und atemberaubende Energie. 2014 sichert er sich den ersten Junior-Titel, danach die PDC Tourcard im ersten Anlauf 2017. Es folgen viele Erfolge und die Reise scheint unbeschwert. Doch im Jahr 2020 dann der Schock, der Verlust der Tourcard. Ja, können wir uns alle dran erinnern. Also das hat dann schon wirklich zugesetzt und ich glaube, das ist auch für einen Spieler selber extrem schwierig, dann wieder reinzukommen. Aber das hat er ja super gemeistert. Doch anstatt niedergeschlagen am Boden zu liegen, blühte Martin erst richtig auf. Mit einem Rekord-Average von 123,5 und einem neuen Data holte er sich die Tourcard eindrucksvoll zurück. Das war echt heftig. Und so beendet er 2022 die Saison in den Top 32. Also ja, echt heftig. Diese erste limitierte Auflage, Oceanic, symbolisiert seinen unerschöpflichen Willen, am Dart-Hockey alles zu geben, seine Ausdauer und seinen Entschluss niemals aufzugeben. Perfekt ausbalanciert mit 23 Gramm gleiten sie in die Scheibe. Die wird niemand werfen, die sollte niemand werfen. Doch sein Weg ist noch lange nicht zu Ende. Bist du dabei, mit Martin den Weg weiterzugehen und die Kraft des Ozeans zu nutzen? Das ist erstmal der Text, der hier drin steht. Dazu sehe ich hier vorne schon ein richtig cooles Zertifikat. Okay, das kriege ich so nicht raus. Gut, dann kippen wir mal die Box. So, nur das Zertifikat. Das ist das Zertifikat. Da seht ihr einmal richtig cool drauf, diesen The Wall-Schriftzug. Zertifikat Oceanic Limited Edition. Hier die Nummer 14. Auch ganz cool. Boah, knapp an der 13 vorbei. 20.03., also quasi die Tinte hier, ist noch frisch unterschrieben von Martin. Unten steht nochmal drauf, von dieser Oceanic Limited Edition wurden 133 Sets produziert. 133 Sets ist für Sammler wert oder für eine Limited Edition auf dem Status von einem Spieler wirklich selten. Das ist echt knapp bemessen. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie viele Sets da weg sind oder ob schon alle weg sind. Ich könnte mir denken, 133 Leute finden sich da definitiv, die Martin das supporten. Ja, cool. Ich sehe hier schon die Darts und ich würde sagen, die Darts selber, die schauen wir uns jetzt nochmal in der Nahaufnahme an. Also, wenn wir hier die Box aufmachen, dann haben wir hier den ersten Blick auf die Limited Edition. Ihr seht hier diesen charakteristischen Grip hinten für Martin, so in diesem, ja, Wall, The Wall-Muster. Also das ist schon echt ein Alleinstellungsmerkmal und was echt Schönes. Und die Farbe mit Blau, Silber, das ist halt auch von den 80% Tungsten-Darts von Bulls damals. Die sehen einfach Hammer aus. Also dieses Tiefblau, das hat schon was. Also sehr schön. Mit dabei sind die Invisible Shafts, ein schwarzer, ja, Kunststoff, normaler Flight, Flightschoner und noch etwas längere Spitzen sind hier drin. Alles sehr schön gearbeitet. Ja, Verpackung etwas kleiner, als ich gedacht hätte. Aber das ist ja jetzt auch nicht das Allerwichtigste bei so einer Limited Edition. Ich würde sagen, ich hole die mal raus und dann gucken wir uns die Darts mal noch etwas näher an. Und da schlagen Sammlerherzen wirklich hoch. Also gerade Sammlerherzen hier in Deutschland, weil ich sag mal, so viele Limited Edition gibt es halt einfach auch noch nicht auf dem Markt von den deutschen Spielern. Also ich kenne eigentlich nur die goldene Limited Edition von Gaga, als er Evo verlassen hat. Und ja, hier einfach mal zu sehen,
wie cool dieser Dart in der Nahaufnahme aussieht. Ich finde es für Sammler besonders gut, dass die Nummer mit eingraviert ist. Also es sind so viele Special Editions in den letzten Jahren auf den Markt gekommen, die einfach nicht nummeriert worden sind. Vorneweg die Dimitri Vandenberg Special Edition bzw. die Michael Smith Grand Slam Gold Edition jetzt. Das heißt, klar, die Nummer steht vielleicht, wenn wir Glück haben, noch auf der Verpackung, aber ich finde es einfach viel cooler, wenn so wie hier die Nummer hinten reingraviert ist. Das macht halt wirklich den Dart noch etwas individueller, noch irgendwie etwas einzigartiger. Also ich als Sammler habe mich da richtig drüber gefreut und das ist auf jeden Fall für mich auch ein Kaufkriterium gewesen, wo ich gesagt habe, gut, ich nehme das viele Geld in die Hand und hole mir so ein Dart-Set. Und man hat sich halt auch richtig Mühe gegeben, dass man halt auf dem Zertifikat auch die Nummer draufstehen hat, das Datum, die Unterschrift. Also das ist für ein Zertifikat auch richtig, richtig cool gemacht. Wenn wir uns den Aufbau vom Dart ein bisschen genauer anschauen, dann ist der quasi hier vorne ja silber gehalten. Man könnte den cool kombinieren mit so einer goldenen Spitze. Ich sag mal, hier haben wir dann diesen feinsten Shark Grip mit drin. Wobei ich sagen muss, der ist nicht ganz sauber gearbeitet bei den Darts, die ich hier habe. Also ihr seht das hier vorne, das ist so ein kleines bisschen, ja, nicht ganz zu Ende lackiert oder nicht in der höchsten Qualität lackiert. Wenn ich das andersrum halte, also man einfach von hinten auf den Grip schaut, dann ist das noch ein bisschen krasser und das ist, ja, ja, für mich ist es doch irgendwie No-Go, dass halt einfach bei den Darts, die geliefert werden, und so ein kleines bisschen der Lack abgeht. Wenn die eine Wertsteigerung kriegen sollen oder wenn ich so ein Set mal veräußern möchte oder sowas auch als Wertanlage einfach sehe und vielleicht in 10 Jahren sage, hey, Martin ist Weltmeister geworden, ach, ich habe da noch eine coole Limited Edition liegen, was bringt mir die denn jetzt? Dann glaubt euch doch keiner, dass die Darts so geliefert worden sind, sondern die sagen dann, ja, der ist bespielt, der hat Macken, und Leute, die sowas irgendwie schießen möchten auf eBay Kleinanzeigen oder so, die achten da auf jedes Detail. Ne? Ich meine, die Leute, die jetzt vielleicht das Video gucken, die wissen jetzt, ja, stimmt, die wurden schon so geliefert, aber beim Wiederverkauf, da glaubt euch das dann keiner. Ne? Hinten ist die Qualität viel besser. Also wenn ich jetzt hier gucke, da ist keine Macke, keine Abnutzung, nichts drin. Also der hintere Gripbereich, ja, wirklich schön, und auch wenn ich den so drehe, das ist echt herrlich. Ne? Also dafür liebe ich ja Martin Schindler Darts. Also ja, wirklich ein cooles Sammlerstück. Muss man so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Als Liebhaberstück für einen selber, wenn man sich die in die Vitrine stellt und sagt, hey, ich freue mich einfach, eins dieser seltenen 133 Sets zu haben, vollkommen in Ordnung. Wenn ich sage, hey, ich kaufe mir die, um vielleicht mal irgendwann daran Gewinn zu machen, in der Qualität, ja, glaube ich eher nicht. Vom Gewicht her sollen die Darts auf 0,1 Gramm gelevelt sein. Also sprich, bei 23 Gramm wäre genauso 22,9, aber auch 23,1 vollkommen in Ordnung. Ich schaue jetzt einfach mal nach, was wiegen die einzelnen Barrels, und nehme euch da einfach mal mit und gucke einfach mal, ja, was die Waage so anzeigt. Da sind wir bei 23,11. Da sind wir bei, ja, 23,11. Wow, nein. Das tut dem Sammler ja wirklich weh, ne? Also dem Sammlerherz tut das wirklich weh, wenn so ein Dart umkippt. So, und hier sind wir bei 23,08. Ja, ich würde sagen, das können wir so stehen lassen, weil das ist auch keine Feingold-Waage hier. Also ist einfach ein Amazon-Ding. Schöner Spaß, den Link haue ich euch zu der Waage auch mal unten mit in die Beschreibung rein, wer mal seine Dart Barrels ausmessen möchte. Und ich würde sagen, ich baue einfach mal einen zusammen. Ich sag mal so, für eine Limited Edition, ja, also die Richtung stimmt. Also ich glaube, Fans und Sammler, die mögen das dann halt auch sehr, wenn was streng limitiert ist. Aber bei Fans und Sammlern kommt es halt auch ein kleines bisschen noch auf die Details an. Ne? Also wenn ich mir jetzt hier den Dart zusammengebaut ansehe, also es mit dem Schaft tipptopp, also farblich mega gut abgestimmt. Aber wieso haue ich denn dann so einen standard glänzenden schwarzen Flight da drauf? Also es hätte doch irgendwie die Möglichkeit bestanden, entweder zu sagen, hey, ich liefere euch das alles mit L-Style, oder
Was natürlich noch cooler gewesen wäre, was auch bisher noch kein Hersteller gemacht hat, ist, ich würde ein extra Flight Design für diese Limited Edition anlegen und dann auch da die Nummer nochmal drauf machen. Ich weiß, ist super viel Aufwand, aber wenn ich 180 Euro für so ein Set ausgebe, ich meine, ja klar, das geht weg wie warme Semmeln. Ne? Du findest in ganz Deutschland oder in ganz Europa 133 Leute, die dieses Set jetzt gekauft haben werden. Ich glaube, eins war heute noch online oder so. Es war aber auch irgendwie zwischendurch schon mal ausverkauft. Also ich weiß nicht genau, wie viele noch da sind. Also ein kleines bisschen mehr Mühe mit so ins feinste Detail, ja, hätte ich mir irgendwie noch gewünscht. Nichtsdestotrotz, es ist ein schöner Dart. Also das Design ist sehr gelungen. Warum jetzt vorne so dieser leichte Shark-Grip drauf ist, dazu gab es auch noch nicht so richtig eine Stellungnahme. Aber ich habe natürlich nachgefragt und fragte mal, warum sind es denn 133? Und die Antwort, die ist eigentlich total, ja, simpel. Und zwar, es waren 132 geplant. Und dann hat Martin natürlich noch gesagt, hey, ich hätte auch gerne noch ein Set Darts. Und somit sind 133 rausgekommen. Ich meine, 133 Sets, das ist wirklich streng limitiert. Ne? Also das geht weg wie warme Semmel und da werden sich Sammler in ein paar Jahren oder so noch die Finger nachlecken, vermute ich einfach mal. Also das ist definitiv ein Daten-Setup, eine Limited Edition, wo du sagen kannst, hey, das hat eine Wertsteigerung. Egal wie jetzt das Design ist, egal wie die Qualität verarbeitet ist, es ist mit einem coolen Zertifikat, es ist mit einer einzigartigen Verpackung, es ist ein ganz neues Design, eine neue Farbabstimmung, sage ich mal, und nicht einfach nur der Spielerdart in Gold oder in Schwarz oder was weiß ich, ne? So wie wir es jetzt zum Beispiel bei Target gesehen haben, sondern da hat man sich wirklich Mühe gegeben und von daher wird dieses Set Darts auch irgendwo eine Wertsteigerung in den nächsten Jahren erfahren, ne? Denn wir sehen auch die Entwicklung von Martin. Die Entwicklung ist da, die ist wie bei allen deutschen Tourcard-Holdern da. Genauso werden sich die einzelnen Spieler auch entwickeln und dann natürlich auch so ein Set Darts, was so rar ist, auch einfach im Wert steigen. Ich glaube, 180 Euro ist daher ein fairer Preis. Ich hätte mir vielleicht noch ein kleines bisschen mehr gewünscht, aber ja, ich fasse uns das nochmal zusammen. Zusammengefasst, also 180 Tacken für die Limited Edition ist nicht gerade wenig, aber wie schon erwähnt, das Potenzial, dass dieser Dart im Wert steigt, der ist einfach enorm. Ich finde die Verpackung und die Aufmachung mega cool, hätte mir so ein paar mehr Infos zum Namen irgendwie noch gewünscht. Das mit dem Zertifikat, das ist Bombe, ne? Also Datum, Unterschrift, Anzahl, das gehört einfach irgendwo zu einer Limited Edition dazu und auch wie gesagt, das die Nummer, wie bei mir jetzt hier die Nummer 14, auf dem Dart eingraviert ist, das macht das Ganze noch ein bisschen, ja, mehr besonders. Es hat einfach einen gewissen Charakter. Kleiner Abzug in der B-Note, einfach daher, ja, Standard-Flights, Standard-Shafts, da hätte man mehr rausholen können. Also ich sag mal, das Design von Martin mit dem L-Style-System oder so, das liegt ja irgendwo nah. Ich meine, da kann man bestimmt einiges draus machen. Hätte ich mir irgendwie ein kleines bisschen mehr gewünscht. Aber auf der anderen Seite halt auch, ja, Abzug in der B-Note aufgrund von den kleinen Fehlern so in diesem Shark-Grip, in dieser Lackierung, das macht das für Sammler einfach ein bisschen unattraktiver. Nichtsdestotrotz ein mega cooles Set und ich freue mich, eins von denen hier zu haben. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Was meint ihr zu Qualität, Verarbeitung, Grip? Gefällt euch der Dart? Und was sagt ihr generell zu so einer Limited Edition? Heute mal aus etwas, ja, anderer Perspektive. Wie ihr seht, ich habe einen neuen Fototisch. Gebt mir auch dazu mal Feedback. Wie gefällt euch das, wenn wir uns mal so sehen? Ich wünsche euch Good Darts. Bis zum nächsten Mal. Euer Data Rossa.